Und ganz herzlich willkommen zur nächsten Runde in League of Legends. Ja, wir sind wieder dabei auf der Top Lane und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Top Lane mainen, weil wir einfach, ja, vorwärts kommen müssen. Letzte Runde haben wir richtig gut abgeräumt mit der Illaoi. Ich bin am überlegen, ob ich die jetzt gleich wieder spiele. Ich meine, die Illaoi ist echt cool, nur gegen einen schnellen Charakter, ist scheiße. Ist halt die Frage, was pickt der Gegner? Und weil wir First Pick sind, ist das echt blöde für uns. Aber ich nehme sie einfach nochmal. Das war cool. Macht Spaß. Ich pick die dann. Sofern sie free bleibt, pick ich sie. So, wir hätten wahrscheinlich einen Nami und einen Zed in der Mitte, wenn er nicht gebannt wird. Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich richtig geil. Kein Heilmittel für Narren. Und schauen wir mal, wie es denn laufen wird. Ich bin gespannt. Yasuo ist gebannt. Alistar ist gebannt. Blitzcrank ist gebannt. Okay. So. Ich toleriere keinen. Ich gebe dir haufenweise PNs gerade. Hallo, ich kenne dich über YouTube. Ja, sei gegrüßt, Son. Was, Son X-Rechte? Unreine Narren. So. Einfach mal ganz dezent erwähnt, dass er jetzt in einer Aufnahme gerade ist. Okay, Vayne wurde gebannt. Darius ist gebannt. Dankeschön. Perfekt für uns. Noch ein Versuch? Ich will doch niemanden hängen lassen. So, Caitlyn wurde gebannt. Okay. So, wir locken die ein. Instant. Gegner hat Xing Zhao. Jungle wahrscheinlich. Bei uns ist Zed in der Mitte. Sehr geil. Hoffentlich kann der den. Ich bin ja mal gespannt. Zilean als Supporter oder Mitte. Ein böser Supporter. Sehr böser Supporter. Grüße an mich. Ich komme abgehoben. Und an Bär. Damit ausgerichtet. So. Bei uns im Jungle Shaco. Okay. Rengar wäre auch nice. Bin ich mal gespannt, was er nimmt. Wir haben eine Jinx auf Bot. Hecker im Jungle. Ja. Shaco Jungle. Gut. Gegner Zero Botlane. Also höchstwahrscheinlich dann Zilean in der Mitte. Draven ADC. Wer geht top? Wer geht top gegen uns? Das ist die Preisfrage, die große, große Preisfrage. Wer wagt es, mit der Illaoi zu tanzen? Shen. Dein Ernst? Okay, Shen ist fies für mich, weil ich weiß kaum, was Shen kann. Also Shen wird richtig blöde wieder. So, das wird wieder so ein Gegner, wo... Ja, ne? Der Vorteil ist, die meisten wissen nicht, wie Illaoi tickt. Also... Mal abwarten. Shen kann gut sein, kann scheiße sein. Der Vorteil ist, mit seiner Ulti, er kann sich zu seinem Teammates importen, wenn es mal eng wird. Da hat er echt einen großen Vorteil. Aber wir haben den Vorteil, wir haben unsere Tentakeln. Und die Tentakeln werden wieder ordentlich rasieren, hoffentlich. Hoffentlich. Okay, ab geht's. Und wir gehen ins Intro. Bis gleich. So, da sind wir mal wieder. Jetzt wissen wir es genau. Zero ist wie zu erwarten auf der Botlane Support. Damit ist dann definitiv Zilean in der Mitte. Was haben wir denn hier so schön? Ein Joker Shaco. Aha. Schocklingen Z. Schocklingen Z. Man sollte es nicht zusammen aussprechen. Tiefsee Nami. Cooler Skin. Tiefsee Nami, es quält mir. Also zumindest das Bild sieht geil aus. Das gefällt mir richtig gut bis jetzt. Kriegsfürst Shen. So, so. Schauen wir mal, was der Kriegsfürst drauf hat. Imperialer Xin. Gladiatoren, Draven. Alles so Kriegerskins heute, ne?
Geht hier gar nicht. Sternwächterin Jinx ist bei uns voll süß irgendwie. Weißt du, so Schockklingen-Set. Sternenwächterin Jinx, Tiefsee-Nami und bei den Gegnern Kriegsfürst, Imperialer Xin und Lodiatoren-Draven. Ja, toll. Und der Joker-Checko. So. Oh Gott, was sind denn das für Sounds? Hilfe. So, der Vorteil ist, man muss Checko nicht helfen, wenn das noch so ist. Hoffe ich mal. Ansonsten wird er schon pingen. Die Frage ist, ob der Invade halt wirklich so gut wäre. Wir können es natürlich gerne machen, habe ich auch keinen Stress mehr. Gehen wir halt invaden, aber... Invade ist immer so ein zweischneidiges Thema, ne? Entweder das klappt oder das klappt halt nicht. Und vor allem mit mir als Illaoi, wenn da die Tentakeln spawnen, das ist halt echt mega gefährlich. Die Gegner wissen halt instant, dass ich da bin. 30 Sekunden bis zum nächsten Level. Ja, wollen sie den jetzt nehmen oder nicht? Das ist die Frage. Da kommt jemand dazu. Ja, lasst mal lieber zurückziehen. Das ist mir zu heiß, das Thema. Da ist Xenan. Ich gehe lieber oben ran. Meine Göttin will keinen Frieden. So. Dann helfen wir unserem Shekok schnell, das Ding zu killen. So, und ab geht's. Wer hatten wir nochmal auf Top? Wir hatten Shen auf Top. Ich muss überlegen, was konnte Shen? Ich weiß es nicht mehr, echt. So, erstmal direkt 3 Farben mitgenommen. Wir werden ihn natürlich genauso offensiv behandeln wie letzte Runde, den Nasus. Werde zumindest probieren. Und er hat schon mal Respekt. Das ist schon mal sehr gut. Er hat Respekt vor uns. Natürlich bestrafe ich ihn sofort, wenn er versucht hier zu farmen. Ah, Mist, nicht gesehen, dass der Farm da durch war. So, er zündet erstmal einen Heal. Ja, er kann ein bisschen rum Speedy Gonzalen, aber es bringt ihm wahrscheinlich nicht allzu viel. Ach, die blöden eigenen Minions stehen gerade ein bisschen im Weg. So. Da hat er jetzt erstmal die erste Salbe an sich dran, ne? Das ist schon mal mega Vorteil für uns. Wow, jetzt ist er schon wieder. Er ist bald down, wenn er so weitermacht. Der ist bald down. Alter Finne. Ah, nicht getroffen. Wie ärgerlich. Ich würde es ja jetzt gerne auf die Spritze treiben. Ah, der zieht uns gewaltig unter den Tower. Ja, solange... Jetzt habe ich keine Mana. Das ist natürlich... Ich habe es zu sehr übertrieben. Ich war zu greedy. Ich war viel zu greedy, muss ich zugeben. Jawohl, Zed hat First Blood. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger rangehen an die ganze Sache. Wir haben zwar unsere B, aber... Ich muss halt in Tentakel-Reichweite bleiben, jetzt auf jeden Fall. Ach, Mist. Hat er mal kurz gut gelöst. Ja, ich gehe back. Ich gehe back, definitiv. Das ist mir zu heiß mit dem gerade. Wenn ich nichts habe an Mana, das ist mir, da gehe ich keinen Fight ein. Dann porte ich mich lieber hoch und greife mit voller Mana an. Das macht für mich mehr Sinn.
Und ein Wort nehmen wir mit und ein paar Heiltränke. So, schnell nochmal hochporten. Hä? Wieso schlägt den Tentakel nicht aus? War eigentlich der Skill, damit der Tentakel ausschlägt. Ja, yep, Top fehlt. Ja, jetzt schlägt sie. Drei kamen später, ne? Okay. Sehr schöner Treffer. Mal ganz dezent ein bisschen freezen. Falls der Jungler auch Bock hat, was zu tun, dann je nachdem. So, wir setzen mal einen Water unten rein. Damit nicht wir noch gegankt werden, wenn es blöde läuft. Aha, da ist ein Water, den nehmen wir gleich mal. So. Okay, wir haben Ulti. Ab sofort haben wir Ulti. Shen zieht sich natürlich erstmal wieder voll zurück. Was? Der ist da noch rausgekommen. Echt? Really? Ja, ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh lol. Kommt der Shen mit der Ulti dazu? Das war mies. Dass Shen Ulti noch dazu kam, das war mies. So. Aber wir werden den Druck aufrechterhalten. Wir werden wieder hochgehen, natürlich, so schnell wir können und weiter auf ihn einhämmern. Der ist ja fast platt. Und wenn er es weiter so übertreibt, ist er jetzt gleich platt. Komm, 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 das schaffst du, Sheiko. Nice. Sehr schön gemacht. Wie auch immer du das angestellt hast, lieber Sheiko. So. Gibt uns jetzt natürlich gemütlich Zeit zum Farmen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt auch. Das Farmen ist nur so übelst mana-lastig mit dem, gell? Das ist echt ärgerlich. Das hat ihm schon mal gut Schaden gedrückt wieder. Trotz allen Wissen so. Etwas in uns, was nur hier mal noch ein Ward setzen am besten irgendwo. Und noch ein bisschen mehr Reichweite kriegen von der Sicht her. Da hat er sich selber eingehandelt. Der kommt also auch nicht so ganz mit Illaoi klar, das merkt man schon. Kann zum Vorteil, aber auch zum Negativen sein. Oh, ich hasse die Mana, echt. Wow, Sheiko macht Doppelkill hier. Läuft. Ich hätte ihn gerne rausgehuckt. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein mit meiner Mana. Meine Mana macht mir das Spiel hier echt gerade schwer.
Aber die pusht auch guten Tower hier, was ich hier abziehe gerade, ne? Also ein bisschen haben wir ja schon runter von seinem Tower. Durch unsere Minions. So. Du bist nicht in Bewegung. Alter. Der Nachteil ist, ich bin sowas von low. Und am Mana her, das ist echt ätzend. Ich werde mal schnell BTB gehen. Eine Sekunde. Und kurz wieder hochporten dann. Und ihn am besten dann wieder Ulti massieren. Komm, schnell, schnell, schnell. Ich bräuchte jetzt schnell. So. Wieder hoch. Er kriegt es hoffentlich nicht mit. Dann haben wir ihn. Ja. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Den Shen ausgenockt. Ende Gelände. Weg mit dir. Ja, die Ulti gibt uns halt echt einen Boost, ne? Das ist halt echt krass. Ah, Mist. Die Tentakel ist so weit weg. So. Gegner Drake, nicht schön für uns. Müssen wir durch. Shaco räumt ja auf. Ah, nicht erwischt. So, ich gehe voll offensiv auf den Tower. Ich probiere es. Wird zwar noch nicht reichen, aber... Warte mal, ich mache da noch einen Ward rein. Nur damit wir sehen, ob ein Gegner kommt. Wir kommen aber schon recht weit, ne? Also Tower ist nicht mehr viel. Der Tower dürfte jeden Moment platt sein. Das heißt, wir bekommen dann wahrscheinlich First Tower. Ich frag mich, wo der ist. Top fehlt. Nicht so schön. Aber Top Tower ist down. Shit. Ah, die W ging nicht mehr raus, warum auch immer. Sonst wäre er wahrscheinlich down gewesen, weil wir hatten da eine Tentakel stehen. Schade. So. Und wie baut Shen? Was baut Shen? Was baut er? Shen wird doch nicht AP gespielt, oder? Nice, checken wir uns mal eben da oben den King Sao. Haut. So. Immerhin haben wir First Tower geholt. Das ist mal sehr gut. Gibt einen schönen Goldbonus. Was die Ela hat. Ja, ich glaube, ich drücke mal lieber noch weiter. Die kommen da unten recht gut zurecht. Ohne uns. Dann werde ich lieber weitere drücken. Der Nachteil ist, wir stehen von der Statistik her noch bestimmt. Also ja, Shaco schon 6-1. Ist klar. Was ist da los? So. Und weiter geht's. Wir drücken ordentlich. Top fehlt leider immer noch. Da ist der Gegner Toplaner, okay. Ich drücke weiter. Ich lasse ihn ganz dezent in Ruhe. Das ist mir völlig wurscht, dass der da ist. Ah, schade. Na, dann komm her. Ich muss mir mal ein Ward da hinten hinsetzen. Damit wir wissen, ob der da ist oder nicht. Beginnen wir am
So, da haben wir Gegner top down. Ja, das ist böse. Wenn ich Ulti ziehen kann, ist echt böse. Oh, wir müssen back. Wir müssen erst noch die Minions niedermähen. Okay, da ist was im Anmarsch. Versuche jetzt hier zu escapen. Das wird nicht hinhauen. Ah, dieses Hochgezieher, echt. Geht gar nicht. Oh, der Schaden von uns ist halt böse. Aber der hat einen Water stehen gehabt, sonst hätte er es nicht gesehen, wo wir hin sind. Blöd für uns. Ich wollte eigentlich den Jungle abhauen, weil ich gedacht habe, er rennt oben dann raus. So. Shen, auf was baust du jetzt? Ich müsste das wissen, ey. Ja, kann man noch so lassen. Hat noch nichts verändert. Da geht nur auf Rüstung aktuell. Baue ich jetzt erstmal wieder AP-Resist, damit er mit seinem Verbrennungsschaden nicht so viel Schaden macht. Ach komm, ich baue mich direkt hin. Wir haben gleich wieder Ulti ab. Okay, Shaco will helfen. Ah, so schnell komme ich nicht hin. Krieg nur seinen Klon. So, er hat meine Geistertentakeln an sich dran, aber mehr geht nicht. Ich muss zum Shaco hin. Er ist zu weit weg. Oh lol, das war doch ein Treffer. Was ist denn da los? Oh oh. Wen haben wir denn da? Also hier ist ein Ward gesetzt. Und wir versuchen den Druck aufrechtzuerhalten, würde ich sagen. Druck erzeugt Fehler. Oder Gegendruck. Oh, Shaco. Alter. 7-1. Was ist da los? Der Wahnsinn. So, schnell den Tower wegnehmen. Umso mehr Tower, umso besser. Und so, sehr schön. Da kommen wir schon rein. Wollen die uns nicht stoppen? Selbst wenn die jetzt Break machen, das wäre so fail, weil wir haben gleich einen Inhibitor. Jetzt sollten wir hier raus. So ganz dezent. Werden es ein bisschen viele. Ich glaube, wir kommen hier noch locker raus. Oh, der wäre doch down gewesen, Shaco, Mensch. So. Und weiß immer noch nicht, auf was der geht. Das gibt's doch nicht. Aber ist eigentlich jetzt mittlerweile wurscht. Gehen wir ein bisschen AP-Resist, ein bisschen AD-Resist und dann sollte das GG sein. Wie, der Mid-Tower steht noch. Was machst du eigentlich den ganzen Tag da in der Mitte, ey? Was ist da los? So. Oh, da wäre ich jetzt gern drin mit Ulti. Einfach weiter, komm schon. Du stirbst trotzdem. Was? Lol, wollte gerade sagen. Oh Mann, der Tower. Ja, ist ja gut jetzt, blöder Tower.
Eieieiei. So. Ja, wir machen Gold. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir halt die mega große Ilaoi. Weil das Spiel wird jetzt eh gleich vorbei sein, so wie es aussieht. Ja, erster Base Tower ist auch schon fast down, also nächstes Tower. Eigentlich müssen wir nur den Druck aufrechterhalten, dann haben wir das recht schnell gewonnen. Wir könnten theoretisch Baron machen. Baron schnell machen, dann easy durchrennen. Ja, ihr habt es jetzt garantiert schon erkannt. Shaco ist mit mir im Team, der schreibt deswegen immer. Reagiert auf meine Aussagen. So. Aha. Da ist einer. Schade, der will nicht mit mir kuscheln. Och, Manu. Ulti habe ich gleich wieder ab. Und dann... Können eigentlich mal auf der Botlane noch schnell den Zähne antreten. Oh, ja. Nee, das war zu viel Damage noch vom Tower. Leider. Shaco kommt hin, macht einen Schuss, ist Zero weg. Wie unfair. Aber ja, doch wieder negative Stats. Geht ja gar nicht. So, Top Tower drückt, Top Lane drückt gerade schön den Super Minion rein. Das heißt, der Tower ist gleich weg. Jetzt versucht Chen das noch zu retten, aber das ist zu spät. Jetzt wird der zweite schon angegriffen. So. Der zweite Tower hat auch schon schön gelitten. Mit Tower ist es platt. Sehr nice. Haut man uns direkt rein. Also ich würde fast getrost behaupten, das Spiel ist gelaufen. So. Okay, das war's dann wohl. Ja, GG. Aber ich werde natürlich den gegnerischen Toplaner hornern, denn Shen, das hat er eigentlich gut gemacht. Also ich hatte jetzt nicht wirklich die mega Probleme gegen ihn, aber er war auch nicht schlecht. Also von daher war er auf meinem Niveau. Daher werde ich ihn hornern. Das hat er eigentlich gut ausgespielt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde dann von League of Legends in den Rankeds. Und ja, bis dann. Ciao.